Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für dich die Glossy Box Dezember. Es ist zwar schon ein bisschen später dran, aber ich wollte sie dennoch auspacken. Ich habe irgendwie die Glossy Box tatsächlich ein wenig vermisst, auch wenn die mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Aber ich habe sie mir tatsächlich bestellt, die Dezember Glossy Box. Die ist hier diesmal in so einem Metallbox angekommen. Mega cool. Die schaut auch richtig, richtig schön aus. Ich versuche sie euch mal zu zeigen. Richtig, richtig schön. Überall dieses, ich würde sagen, Himmeldesign in der Nacht. Und hier ist halt der Mond und Sterne und Schneeflocken und hier steht dann halt auch Glossy Box drauf. Ich finde es echt mega cool, wie die diesmal gemacht wurde. Ich wusste das gar nicht, dass die in so einer Box hier ankommen soll. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was mich hier drin erwarten wird. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, denn ich bin sehr gespannt drauf, was mich hier drin erwarten wird. So, wenn man die Box jetzt einmal geöffnet hat, schaut die hier einmal so aus. Auch hier drin wurde das Ganze mit diesem Glossy Box Design gemacht. Echt mega, mega cool. Und das Motto heißt Moonlight Glow Edition. Und ich lese auch mal vorne vor. Durch die festliche Zeit des Jahres mit deiner Moonlight Glow Edition. Was macht diesen Dezember für dich besonders? Sind es die vielen Stunden im Kreise deiner Liebsten, die festlichen Lichter überall, wo man hinschaut oder vielleicht Begegnungen, die längst überfällig waren. Wir möchten auch gern dazu beitragen und den Zauber dieser aufregenden Zeit mit unserer Moonlight Glow Edition noch ein wenig mehr anheizen. Allem voran dank sorgfältig ausgewählter Produkte der Dezemberbox, die im Übrigen zum ersten Mal in der Glossybox-Geschichte als eine entzückende Blechbox im viel Platz zum Fantasieren, Upcyclen mit Plätzchen, Schmuck und weiteren Beauty-Produkten befüllen oder verschenken. Also ran ans Unboxing. Die Beauty-Dose liefert dir einen Monat sogar gleiche 6 echte Beauty-Highlights mit einem Touch coolen winterlichen Glamours. Auf dich warten tolle Glow-Looks dank der Moonlight Glow Face Palette von La Splash Cosmetics, der Blush Brush von Luvia sorgt für zarte Farbtupfer auf der Haut und der Superfood Glow Priming Moisturizer von Elemis ist alles, was für die perfekte Pflege deiner Gesichtshaut im Dezember benötigst. Lust auf einen kleinen Beauty-Rückblick des Jahres, winterliche Beauty-Inspiration oder kuschelige Glossy-Playlists? Klick dich auf unserem Blog unter www.glossybox/magazin. Schau bei Instagram unter glossybox.de vorbei und abonniere uns bei Spotify oder Glossy FM. Wir freuen uns auf deine Unboxing-Bilder, Looks und schöne Feiertagsgrüße. Bis zum nächsten Jahr, Glossy, und einen guten Rutsch. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Sehr cool auf jeden Fall. So schaut das Glossybox-Magazin übrigens aus. Nicht allzu spektakulär, wie es sonst eigentlich immer ist, aber ich bin jetzt auf jeden Fall sehr auf den Inhalt gespannt. Der schaut hier einmal auf den ersten Blick so aus. So, hier haben wir einmal einen kurzen Blick in die Box. So, als allererstes, was ich hier habe, ist eine Parfümprobe von Baldessami oder Baldessarini. Cool Force Sport, und das sind 2 Stück hier, zweimal die gleichen. Und ich glaube, auf einen wurde tatsächlich drauf gesprüht, sodass man den eigentlich richtig gut riechen kann. Und der riecht auch mega gut. Voll der schöne Duft und die ganze Box riecht danach. So, was haben wir denn hier? Die Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer. Das sind 20 ml und ich meine mich erinnern zu können oder richtig erinnern zu können, dass wir das beim letzten Mal in der Look Fantastic Box drin hatten. Weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber die kommt mir irgendwie ein wenig bekannt vor. So, dann habe ich hier ein Produkt von Bilou und zwar den Cozy Hands pflegenden Handschaum mit 75 ml. So, dann geht es weiter, was auch im Magazin erwähnt wurde, und zwar von Luvia. Ist hier ein Pinsel mit dabei von Luvia, der Blush Brush Nummer 213. Und so schaut er hier einmal aus.
So, dann habe ich hier von Dove Body Love straffende Pflege Body Lotion für alle Hauttypen mit weißem Tee-Extrakt. Glattere Haut in 7 Tagen mit Keramide Aufbauserum. 24 Stunden Pflege. Strafft in 7 Tagen wohl. Und das sind 250 Milliliter. So, das vorletzte Produkt ist hier von Shabens der Nacht Repair Konzentrat. Zellregeneration, intensive Feuchtigkeit, Jojobaöl, Proretinol und Mandelöl. Das sind halt hier solche, wie heißen die? Sind das so Ampullen, kann man die, glaube ich, nennen? So schauen die hier einmal aus. So, und das letzte Produkt, was auch im Magazin erwähnt wurde, und zwar die La Splash Cosmetics Moonlight Glow Face Palette. So schaut die einmal aus von vorne, von der Verpackung her. So, dann zieht man die hier so raus. Die sieht mega, mega schön aus. Schaut euch das mal an. Die sieht richtig, richtig schön aus. Ich bin jetzt tatsächlich sehr auf die Farben gespannt. Naja, die sind jetzt nicht so prickelnd, muss ich ehrlich sagen. Die schauen hier nämlich einmal so aus. Also ich finde die irgendwie nicht so prickelnd, muss ich ehrlich zugeben. Naja. Da hätte man tatsächlich etwas Besseres machen können, denn die Palette an sich ist allein schon richtig, richtig schön. Aber naja. So, liebe Freunde, das war's doch tatsächlich schon mit dem Unboxing der Dezember Glossy Box. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Box, ja, war nicht so prickelnd, meiner Meinung nach. An sich hat mir nur die Box gefallen. Also die Plastikbox, wollte ich sagen, diese Box, wo alles drin war, hat mir halt am meisten gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Weil Bilou hatten wir schon öfters drin, Elemis haben wir fast immer drin. Dove ist jetzt nicht wirklich was für mich. Pinsel habe ich auch genug. Und dieses von Shabens, das ist jetzt auch nichts für mich, finde ich. Und die Palette an sich, außen ist schön, aber was der Inhalt ist, finde ich halt zum Beispiel nicht so schön. Cool finde ich auch die Parfümprobe, dadurch, dass halt die einzeln so mit dabei ist. Genau, wäre jetzt nur eine Parfümprobe dabei für ein Produkt, wäre es natürlich richtig blöd. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Originalprodukte und 2 Probedinger, also diese 2 Probeparfüms. Finde ich eigentlich so ganz in Ordnung von der Anzahl an Inhalt, aber die Produkte sind halt irgendwie nicht so prickelnd, finde ich, meiner Meinung nach. Könnt mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Box fandet. Und ja, liebe Leute, das war es auch tatsächlich schon mit diesem Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hatte, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere gerne die Glocke dazu, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao!